Nächste Rednerin kommt von der SPÖ Wien, Corinna Schumann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Frau Bundesministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Als Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion ist mir ganz wichtig, Folgendes zu sagen. Mit großer Betroffenheit gedenken wir den Opfern des grausamen Terroranschlags. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Opfer und den Verletzten. Und unser Dank gilt den Polizistinnen und Polizisten, die in dieser schrecklichen Situation ihr Leben für uns riskiert haben. Der Dank gilt den Wiener Rettungskräften, der Feuerwehr und den Beschäftigten der Wiener Linien und den Beschäftigten in den Krankenhäusern. Und der Dank gilt all jenen, die in dieser Situation vor Ort einfach ganz selbstverständlich geholfen haben. Die Lokalbetreiber, die gesagt haben, kommt herein ins Lokal, wir helfen euch in den Keller hinunter, wir versorgen euch. Die Taxifahrerinnen und Taxifahrer, die gesagt haben, steigt ein, wir nehmen euch mit, natürlich nichts verlangt haben. Hotelbetreiber, die gesagt haben, ihr kennt's nicht nach Haus, wir stellen euch Hotelzimmer zur Verfügung. Straßenbahnfahrer und Straßenbahnfahrerinnen, die die Tür aufgerissen haben und gesagt haben, bitte geht's herein, da seid ihr in Sicherheit. Danke vielmals an all jene. Und Wien ist eine starke Stadt und die Wienerinnen und Wiener sind stark. Und die Präsidentin hat schon gesagt, dem Terror werden wir keinen Millimeter weichen und mit aller Kraft für die Demokratie eintreten. Und nun zur Aktuellen Stunde. Digitalisierung ist der Impfstoff der Wirtschaft, die Chancen aus der Krise nutzen. Ehrlich gesagt, um so einen Titel zu wählen, muss man schon sehr mutig sein. Die Digitalisierung mit einer Impfung für die Wirtschaft zu vergleichen und die Regierung dann sozusagen vielleicht auch noch als verabreichenden Arzt, das ist schon eine sehr erstaunliche Metapher. Aber reden wir über die Digitalisierung, ein Thema, das Sie, Frau Bundesministerin, sich ja frei gewählt haben, in dem Wissen um die Situation der Wirtschaft und in dem Wissen um die Situation am Arbeitsmarkt. Aber schauen wir uns diesen Impfstoff einmal genauer an. Bekanntlich hat ja alles viele Seiten. Amazon, Starbucks, Uber, Airbnb und Co., sie alle zahlen keine nennenswerten Steuern in unserem Land. Jedes Würstelstandl zahlt mehr Steuern. Mit ihren Dumpingpreisen ruinieren sie unsere lokale Wirtschaft und vor allen Dingen unseren Sozialstaat. Das ist eine Seite der Digitalisierung und man muss sich bewusst sein, dass es die gibt. Und wir wissen auch, durch die Entwicklungen jetzt in dem digitalen Handel sind die Gewinne noch höher geworden. Millionäre sind noch einmal reicher geworden, gerade während dieser Krise. Und auf der anderen Seite sehen wir, es werden welche noch reicher und Menschen, die Leistungsträgerinnen des Mittelstands, laufen Gefahr, in die Armut abzurutschen. Das darf nicht sein, das muss verhindert werden. Die Digitalisierung wirbelt die gesamte Arbeitswelt durcheinander, gerade jetzt in der Corona-Krise. Wir sehen Rationalisierung aufgrund von Digitalisierung und das heißt meist Jobabbau, Kündigungen und weniger Arbeitsplätze und mehr Arbeitslose. Einige nutzen gerade jetzt diese Zeit und diese Krise aus, um Beschäftigte im großen Stil freizusetzen, abzubauen. Es gibt die verschiedensten Begrifflichkeiten dafür. In einem Betrieb wurden den Betriebsräten gesagt, also wir machen ein Lohneinsparungsprogramm. Übersetzt heißt das alles, es werden Menschen freigesetzt und sie haben keine Arbeit mehr. Das muss verhindert werden und mit aller Kraft dagegen angekämpft. Weil aus sozialdemokratischer Sicht steht jedenfalls fest, der technische Fortschritt führt nicht automatisch zu einer besseren Lebenssituation der Menschen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber das wäre eigentlich seine Aufgabe und darauf muss man schauen. Wenn wir zum Beispiel an Augmented Reality denken, dann stellt sich doch die Frage, wie viele Fachkräfte werden wir zukünftig in der Wirtschaft brauchen oder umgekehrt, wie viele braucht es dann nicht mehr? Denn unberechtigt sind die Ängste vor Jobverlust und Niedrigqualifizierung der Menschen bei weitem nicht. Fachkräfte werden mit Hilfskräften ersetzt, alles andere zeigt die Technik vor. Im Bereich der Produktion übernehmen dann angelernte Kräfte nach den Anweisungen dieser Augmented-Techniken die Arbeitsschritte der Fertigung, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Fachkräfte sind damit verloren.
Und eine weitere Seite der Digitalisierung ist natürlich Homeoffice. Klar, in der Corona-Krise war Homeoffice ein gutes oder ist ein gutes Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen, aber es braucht klare Regelungen. Wir müssen über Freiwilligkeit reden und über die Ausstattung und den Kostenersatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Frauen waren und sind durch die Homeoffice-Arbeit noch einmal besonders belastet. Das sehen wir durch viele Studien und auch durch die Gespräche mit den Frauen, die betroffen sind. Homeschooling, Betreuungspflichten, Hausarbeit, alles das zusammen. Und jetzt muss ich mir heute an diesem Tag, muss ich sagen, dass es doch etwas gibt, über das ich mich ganz enorm freue. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, den Rechtsanspruch auf die Sonderbetreuungszeit umzusetzen. Dieses Übereinkommen der Sozialpartner ist gelungen. Damit besteht die Möglichkeit, einen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit zu haben. 4 Wochen und es gilt ab 1. November rückwirkend und die vollen Kosten werden den Arbeitgebern ersetzt. Ich glaube, das ist gerade in der Krise ein ganz wichtiger Schritt. Die Gewerkschaftsfrauen haben es gefordert, die SPÖ-Frauen haben es gefordert, die Regierung hat es jetzt dankenswerterweise umgesetzt. Darüber gilt es sich zu freuen in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Aber Digitalisierung muss alle mitnehmen, auch die älteren Menschen. Sie dürfen nicht vergessen werden. Die digitalisierende Dynamik muss auch für sie die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und es braucht den flächendeckenden Breitbandausbau, weil alle Digitalisierungsmaßnahmen können nicht funktionieren, wenn nicht die nötigen Netze zur Verfügung stehen. Und noch einmal zurück zu den Arbeitsplätzen, den eigenen vier Wänden. Das Ganze ist sehr tückisch. Wie wird denn das Thema Überwachung gehandhabt? Wie wird denn gesehen, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten? Wird dann in die privaten Räumlichkeiten hineingeschaut? Wird geschaut, ob der Arbeitnehmer gerade aktiv ist am Computer oder nicht? Wird überwacht per Kamera? Alles das wollen wir nicht. Und wir wollen auch nicht eine Verschwimmung noch mehr von Arbeitszeit und Freizeit. Sozusagen der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin arbeitet just in time, gerade wenn man ihn braucht. Mitternacht, da muss jetzt die Arbeit erledigt werden. Das kann es auf keinen Fall sein. Es geht darum, das Arbeitsrecht muss auch zu Hause gelten. Die Menschen brauchen Ruhezeiten und es geht um die Gesundheit der Menschen. Weil wir wollen nicht, dass Ausbeutung ein neues Gesicht kriegt, ein digitales Gesicht. Und wir werden auch sehen, dass es kommen wird, dass der Druck auf Löhne und Gehälter natürlich steigt. Denn wer nicht mitspielt, gerade in dieser Arbeitsmarktsituation, riskiert seinen Job. Zuschläge, Bereitschaftszeiten oder Ähnliches fallen weg. Die Ausstattung geht tief ins Börsel der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitsplatz zu Hause kann zur Kostenfalle sein. Und wer profitiert? Wohl die Unternehmen. Ich weiß nicht, wie viele Werbezuschriften ich schon bekommen habe, erstaunlicherweise von Firmen, die jetzt anbieten, wie Unternehmen noch besser ihre frei werdenden Bürokapazitäten verwalten können, weil ja die Menschen jetzt im Homeoffice sind. Ich glaube, alles das ist nicht der richtige Weg. Wir brauchen eine geregelte Homeoffice-Arbeit mit genauen Richtlinien, mit einem ordentlichen Arbeitsrecht. Digitalisierung kann nicht zum Impfstoff werden, der vielleicht manchen hilft und für alle anderen schädlich ist. Und es geht um die Verteilung und es geht um die Umverteilung. Auch die Frage der Bildung. Weil es geht darum, wir haben viele Menschen, wenn jetzt jemand die Arbeit verliert, eine Kellnerin, ein Arbeiter, der am Bandl gearbeitet hat, dass man dann sagt, jetzt aber sofort, du steigst jetzt in die neue digitale Welt ein. Alles das wird nicht funktionieren. Es braucht Übergänge, es braucht Möglichkeiten des Qualifizierens, des Lernens, niederschwellig, um alle mitzunehmen. Wir wollen niemanden zurücklassen. Und es wird sich neu denken lassen müssen, die Frage, wie wird der Sozialstaat finanziert? Dieser Sozialstaat, den wir jetzt so zu schätzen gelernt haben, gerade in der Krise, muss finanziert werden. Und darum kann nicht nur das Arbeitsaufkommen der Menschen die reine und die Abgaben die reine Basis dessen sein, wie man diesen Sozialstaat finanziert. Die Digitalisierung braucht Spielregeln und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden uns dafür einsetzen, dass es die richtigen Spielregeln sind und dass die Menschen durch die Digitalisierung Chancen bekommen und nicht zu den Verliererinnen und Verlierern werden. Vielen Dank.
Corinna Schumann war das von der SPÖ Wien. Sie ist Fraktionsvorsitzende ihrer Fraktion. Wie jeder Würstelstand zahlt mehr Steuern als die großen Konzerne. Der Digitalisierung kritisiert sie und der digitale Handel mache reicher noch reicher. So ihre Kritik und ihre Wortmeldung zum Thema Digitalisierung als Impfstoff für die Wirtschaft.